Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kirsten. Guten Morgen, lieber Christopher. Wir haben ja eine Zeitverschiebung, eine Stunde früher als sonst. Ja, aber das liegt wirklich nur daran, dass wir jetzt endlich wieder Stadtführungen machen dürfen und ich heute unterwegs sein werde und da freue ich mich schon ganz doll drauf. Also das heißt, gute Gründe, etwas früher aufzustehen. Aber es ist ja auch gar nicht so schlimm, weil wir ja ohnehin, das muss man ja sagen, die Sonne so früh aufgeht, dass wir eigentlich schon längst aus dem Bett gefallen sind, ne? Also von der Sonne geweckt. Ja, Ich also bin gut. tatsächlich von meinem Sohn aus dem Bett geschmissen worden, der mir erklärt, er hat einen Zeckenbiss. Es war auch ein schönes Erwachen. Ja, das hört man doch gerne. Genau. Aber der Zeckenbisse und so weiter, alles passt fast gut zu unserem Thema. Der Lebenszyklus der Zecke, ne? Da gibt es ja auch verschiedene Stadien. Ich habe aber offen gestanden ein appetitlicheres Lebewesen ausgesucht für uns später, um über den Lebenszyklus zu sprechen. Aber erstmal begrüße ich alle da draußen oder drinnen, vielleicht seid ihr aber auch schon draußen, zum Tarotgarten heute am Sonntag, am Vorabend der Sommersonnenwende, die ja heute Nacht, also heute Nacht ist die kürzeste Nacht. Und heute und morgen die längsten Tage so drumherum. Wir haben also Sommersonnenwende und darum ist es doch erstaunlich, liebe Kirsten, dass wir es geschafft haben, in unserem Tarot-Zyklus mit den Arkana genau heute die Punktlandung mit dem Glücksrad zu legen. Ja, also eher das Glück oder Schicksalsrad, wie du ja weißt. Aber das passt sehr gut und es ist ja auch sehr schön, dass wir jetzt die einstelligen Zahlen durchwandert haben und uns heute zum ersten Mal mit einer zweistelligen Zahl beschäftigen. Also wir sind hier schon ganz schön vorangeschritten, finde ich auch sehr schön. Ich finde auch. Und vor allen Dingen, ich habe den Eindruck, wer von euch kann das sich diese Serie jetzt schon kann das ja bestätigen, der die Serie verfolgt. Wir haben, glaube ich, auch sind ziemlich tief bei manchen Sachen gegangen. Ne? Ich habe Immer. gerade auch die Eremitenfolge, die hat recht lange bei mir nachgeklungen noch. Und freue mich natürlich jetzt auf den zweistelligen Bereich. Aber Kirsten, verrate doch kurz, was passiert denn jetzt, wenn die Zahlen zweistellig werden, anders? Was ist der Unterschied zu den Einstelligen? Gibt es da was? Also im Tarot sagen wir gerne, dass die zweistelligen Zahlen die höhere Oktave der unteren Zahlen, also der Zahlen von 1 bis 9 darstellen. Dann fangen wir immer an, mit Quersummen zu arbeiten. Und bei der 10 ist es halt die 1 plus die 0. Also der Magier trifft auf den Narren. Und das kann man so sagen, dass die Themen, die wir beim Magier schon durchgenommen haben, Neuanfang, Potenzial, dass die in dieser Zahl verborgen sind, ebenso wie die Themen des Narren, wo es ja um durchaus auch auf einer tieferen Ebene um Reinkarnation, um die Zyklen des Lebens geht. Falls euch entsinnt, wir haben gesagt, dass die Zahl beim Narren nicht wie alle anderen im Tarot als römische Ziffer dargestellt wird, sondern als eine arabische Null, die aber genauso gut ein Kreis sein kann. Ja, okay. Und damit sind wir hier voll im Rad des Also Schicksals. das heißt, es sp spielt damit rein. Genau, und es lohnt sich für euch alle, dass ihr jetzt vielleicht nochmal die Episoden Narr und Magier nachschaut, um auch nochmal ein paar tiefere Erkenntnisse über die 10 zu erfahren. Also das heißt, wir werden bei den zweistelligen Zahlen, wobei natürlich, wenn man jetzt die römische Ziffer nimmt, haben wir ja dieses X, da haben wir jetzt keine zweistellige Zahl. Die großen Arkana werden ja oft auch mit römischen Zahlen beziffert. Aber da kann man jetzt nicht irgendwas, kann man da was dazu sagen, dass das jetzt auch die 10 als X dargestellt wird? Wird das irgendwie mit berücksichtigt, symbologisch? Nicht so unbedingt. Also man kann das natürlich als so ein Andreaskreuz sehen und ist dann sofort beim Thema Leiden und Naja,
man könnte es aber auch als die Speichen eines Rades sehen, oder? Na, wenn man jetzt noch einen Kreis, genau, ganz genau, an die wir festgebunden sind. Und du hast ja im Hintergrund schon so eine interessante Zeichnung. Genau. Was ist das denn, Christopher? Ja, Kirsten, das ist das Rad des Lebens, ja, und zwar wie es im Buddhismus gerne gemalt oder gezeichnet wird. Und da gibt es den Begriff Samsara dazu. Ne? Und genau. Und das heißt ja, wie du weißt, übersetzt, beständiges Wandern. Genau. Und dies, was du da siehst im Hintergrund, stellt halt den immerwährenden Zyklus des Seins dar, den Kreislauf von Werden und Vergehen und natürlich auch den Kreislauf der Wiedergeburt. Und das ist den buddhistischen, hinduistischen, jainistischen Religionen entliehen. Und diese beschäftigen sich ja sehr stark mit dem Thema Wiedergeburt, diese Religionen. Und gehen auch immer davon aus, dass wir hier, deswegen das Andreaskreuz, einen Weg des Leidens durchlaufen, bis wir lernen, das Leiden loszulassen und deswegen halt so oft inkarnieren müssen. Und das können wir sicher auch im Rat des Schicksals im Tarot erkennen, dieses Thema. Denn die Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, die die Karten gemalt haben, dann gerade um die Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert, die haben sich ja sehr stark von diesen indischen Religionen beeinflussen lassen und das hineingebracht. Das sieht man dann, gerade wenn wir uns später durch die Karten bewegen, wie das Rad des Schicksals in der Renaissance dargestellt wurde, gegen das Rad des Schicksals dann bei Waite und Crawley. Also interessant ist vor allen Dingen, also dieses Konzept des Samsara, das ist jetzt mir persönlich nicht so ganz vertraut. Ich glaube, wir beide haben ja da ähnliche Zweifel manchmal an das mit dem Thema Wiedergeburt und so weiter, sind manchmal hin und her gerissen, wie wir damit umgehen sollen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du mittlerweile da firmer geworden, aber ich habe immer noch, manchmal denke ich mir, Reinkarnation, wie soll man sich das vorstellen? Aber es ist natürlich ein wichtiges Konzept in sehr, sehr vielen Religionen und dieses Rad des Schicksals oder das Rad des Lebens, man muss ja auch sagen, Samsara ist nicht das Rad des Schicksals, sondern das Rad des Lebens. Aber diese Darstellung, etwas als Zyklus zu betrachten, ja, das gibt es natürlich auch überall, weil natürlich unser ganzes Leben in Zyklen gedacht wird. Ob das jetzt der Zyklus der Jahreszeiten ist, der Zyklus von Tag und Nacht und das in der Übertragung auf Leben, Werden und Wiedererstehen führt bei manchen Religionen eben auch zu dem Gedanken, naja, wenn sozusagen der Frühling immer wiederkehrt nach dem Tod des Winters, dann müsste es ja auch so sein, dass unser Leben eigentlich nach dem Tod in irgendeiner Form weitergeht. Und zwar zyklisch. Ja? Und da kommt meines Erachtens der Hintergrund des Samsara her. Ja, es ist natürlich sehr schwer zu akzeptieren, dass wir nur einmal hier auf der Erde wandeln könnten. Und deswegen hat das auch mal was mit Hoffnung zu tun. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Religionen, wie zum Beispiel die griechische, in der wir dann wirklich gefangen sind in der Unterwelt und halt nicht mehr rauskommen. Da haben wir nur einen Versuch sozusagen. Und ich habe da für mich noch keine Antwort gefunden. Ich werde es feststellen, wenn ich tot bin. Aber, oder auch nicht. Oder auch nicht. Aber es ist für mich egal, sage ich jetzt mal, ob wir wiedergeboren werden oder nicht, weil das Einzige, und das lehrt uns ja auch das Rad des Schicksals, das Einzige ist zu akzeptieren, dass wir das hier und jetzt ausfüllen sollen. Das hilft uns nicht unbedingt, darüber nachzudenken, was mal war und was mal sein wird. Also können wir vielleicht jetzt sogar schon festhalten, dass eine Kernbotschaft des Rat des Schicksals ist, nicht die, also es hat etwas mit der Wiederkehr zu tun, aber es ist nicht sozusagen das Konzept der Wiedergeburt im Rat des Schicksals vorhanden. Nein, es ist das hauptsächliche Konzept beim Rat des Schicksals ist das Stichwort Veränderung. Veränderung. Das heißt, alles, was ist, hat keinen Bestand. Okay. Und man könnte sagen, also was ich auch interessant finde, ist,
Aber da kommen wir vielleicht noch genau drauf, wenn ich noch ein paar andere Bilder zeige. Jetzt gehen Genau. wir mal weiter, weil ich habe ein bisschen assoziativ mir überlegt, was für Bilder würden wir denn mit überhaupt dem Symbol Rad verbinden? Da ist es natürlich eine Symbolvielfalt, die man jetzt so gar nicht abbilden kann. Vom Ja. Steuerrad bis hin zum Fahrrad, was man da jetzt alles sich denken könnte. Aber ich habe einfach mal ein paar mitgebracht, von denen ich finde, dass sie sich auch symbolisch am deutlichsten in den Tarotkarten widerspiegeln, meines Erachtens. Und da ist das Riesenrad. Also ich muss bei vielen Darstellungen des Rades im Tarot oft an so ein Riesenrad denken, ne? Weil da sitzen ja auch Personen, die kreisen herum und das tun wir ja auch im Riesenrad. Und ich habe jetzt bewusst nicht das Münchner Oktoberfest genommen, damit man mir keinen Wird dann wieder Lokalpatriotismus stattfinden. Von daher unterstellen ist kann. es ja auch. Fand das hier so schön symmetrisch. Das muss irgendwo in China sein, ja. Und ja, aber dieses Auf und Ab, das ist für mich so also das ist eigentlich das Erste, was mir beim Rad einfällt, ist, es ist ein Auf und Ab, ein ununterbrochener Wechsel von oben und unten. Ja, mal ist man unten und mal ist man oben. Genau. Und das ist die einfachste Erfahrung wäre, dass man sich mal auf so ein solches Rad begibt, um das zu erfahren. Also, und dann kann man sich auch überlegen, was passiert eigentlich, wenn man oben oder unten ist. Also, wenn ich oben bin zum Beispiel, dann habe ich den Überblick, dann bin ich, sehe ich weit über das Land. Der Horizont endet nicht gleich an meiner Nasenspitze. Und wenn ich unten bin, dann sehe ich vielleicht momentan eben die Dinge nicht nur nah oder nur das, was unmittelbar vor mir ist. Also dieser Wandel ist schon mal einer, der Wandel der Perspektive, der da drinnen steckt, der aber immer sich ändert. Und für mich steckt beim Rad ja auch immer dieses Bild, weil du von Hoffnung gesprochen hast. Es ist schon auch eine Hoffnung, weil man ja auch sagen kann, okay, momentan steckst du jetzt gerade im Sumpf, aber warte noch ein Weilchen, das Rad dreht sich weiter und du wirst auch irgendwann wieder oben sein. Oder sehe ich das falsch? Ganz genau. Also die hauptsächliche Nachricht des Rades, wenn es fällt, ist, die Lage verändert sich. Und da wir im Idealfall die Karten nur dann zu Rate ziehen, wenn wir wirklich einen Rat brauchen, weil es uns nicht so gut geht und nicht, weil wir denken, ach, ich ziehe mir mal eine Karte, dann bedeutet es meistens Verbesserung. Deswegen ist es eine optimistische Karte. Aber natürlich heißt es ja auch Rat des Schicksals oder Rat des Glücks oder Glück. Und bei Glück ist ja ein schwieriger Begriff, finde ich. Eigentlich ist es ein einfacher Begriff, aber ich finde ihn auch schwierig, denn wir verstehen heute oft unter Glück die Suche nach dem Glück, glücklich sein. Aber eigentlich steckt dahinter gar nicht dieses Konzept von Glück, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, sondern eher Glück haben. Also, jetzt hast du Glück gehabt. Das ist ja das Rad des Schicksals, bestimmt ja auch darüber, wenn die Dinge mal gut gehen, das ist etwas, was wir gar nicht beeinflussen können, ja? Sonst würde es ja nicht Schicksal heißen, sondern es ist eher etwas, was uns zufällt. Also für mich wäre das Rad des Schicksals im Sinne von Glück, Fortuna, immer auch eine wankelmütige Karte. Also gerade im Tarot ist es ja, kommt ja aus dem Englischen oder Französischen Fortune, Fortune. Und wenn wir davon ausgehen, dass Tarot in der Zeit der Renaissance entstand, es gibt auch Menschen, die sagen, Shakespeare hat sich mit Tarot beschäftigt. Das kann man in seinen Büchern nachlesen, den Einfluss von Tarot und Astrologie, gibt sehr schöne Thesen. Dann, wenn wir jetzt an Romeo und Julia denken, da sagt Romeo, I am fortune's fool. Und damit meint er nicht, ich habe Glück, sondern ich habe Pech. Ja, und es gibt halt bad fortune and good fortune. Schlechtes Glück und positives Glück oder gutes Glück. Und das Glück ist genau nicht eben nicht so, wie du gerade gesagt hast, dass wir alle den Anspruch haben, glücklich zu sein, sondern es ist das, was uns schicksalsmäßig zugekiest wird, sozusagen. Und da können wir Pech haben. Pech ist eigentlich auch Glück aus dieser Variante, ja. Und das genau ist zu beachten beim Rat des Schicksals. Und Eva hat da vollkommen recht. Die Aufgabe im Rat des Schicksals ist es immer, und das habe ich eben versucht, mit dem im Hier und Jetzt zu bleiben auszudrücken, sich nicht
rumschleudern zu lassen vom Rat. Das machen sehr viele Menschen, die sagen dann, naja, ich kann nichts machen, habe mir das anders vorgestellt, ich bin halt immer ich, ne? Das ist so eine typische Reaktion beim Rat des Schicksals, sondern in die Mitte des Rades zu krauchen, sich hier auf diese schöne Achse im Roulette zu setzen und zu sagen, egal was ist, ich sitze hier wie Buddha und lass das über mich ergehen. Und dann bin ich im Zen. Also das heißt sozusagen, ich finde übrigens sehr interessant, wir haben ja hier so ein Roulette-Rad, was für mich für dieses Glück im Sinne von Zufall oder auch sein Glück versuchen, heißt es ja auch immer wieder. Wir haben da ja ganz viele, viele, viele Sprüche, die das Glück auch anders deuten als glücklich sein. Ja? Glück haben, das Glück suchen, ein Glücksritter sein zum Beispiel, ist ja auch so etwas, wo auch ein bisschen Abenteuerlust drin schwingt. Und bei diesem Roulette sehen wir in der Mitte tatsächlich die römische 10. Das ist mir jetzt, fällt mir jetzt gerade auf. Also auch dieser Mittelpunkt, in dem man ja weiß, die Narbe des Rades ist dort, wo der Stillstand eigentlich herrscht. Ne? Also dort. Ja. Das meinte ich mit Andreas Kreuz, ne? Genau. Also das ist ja eigentlich ein ganz gutes Bild. Aber auch, man muss sein Glück auch versuchen, man muss die Kugel werfen. Ne? Also man kann, wenn ich teilhaben will an Veränderungen, muss ich auch bereit sein, mein Glück zu versuchen. Also ich glaube, auf der einen Seite ist es vielleicht ein frommer Wunsch zu sagen, ich möchte, dass alle Veränderungen im Leben mich nicht anfechten. Ich sitze in der Mitte wie Buddha, aber auf der anderen Seite leben wir natürlich in unserem Leben anders. Es kommt immer anders, als man denkt. Ist auch so ein Glücksratspruch, wie ich finde. Ich habe hier nochmal das Glücksrad mitgebracht. Das ist ja auch ein bisschen der Reiz des Glücksrates. Ich sage es mal bewusst Glücksrat, weil wir unser Glück herausfordern. Ich meine, warum machen Menschen das? Spielen Roulette oder lassen das Glücksrad drehen? Da ist ja auch ein Reiz drinnen irgendwo. Ich meine, sonst gäbe es so Institutionen wie Casinos nicht. Das ist richtig. Also man möchte sein Schicksal auch herausfordern, auf jeden Fall. Und das äußert sich im Rat des Schicksals im Tarot so, dass wenn die Karte fällt, wir aufgefordert sind, unseren Magier, die Eins, zu aktivieren und zu schauen, wie wir, auch wenn sich die Dinge verändern und sie verändern sich, genauso wie die Kugel halt rollt, dass wir das Bestmögliche für uns dabei herausholen. Das heißt einerseits im Zen bleiben, stillsitzen in der Mitte, einen Überblick behalten aus der Mitte heraus, aber gleichzeitig schauen, wie kann ich bestmöglich diese Situation für mich nutzen, um da gut durchzukommen. Die schlechteste Alternative beim Rat des Schicksals ist es zu sagen, ich kann nichts ändern und ich will, dass es so bleibt, wie es ist. Das wird nicht klappen. Aber könnte man sagen, dass vielleicht auch das Rat des Schicksals einen motiviert, Veränderungen, egal ob wir sie als Glück oder Pech empfinden, einfach als Zeichen von Veränderung zu sehen und entsprechend darauf zu reagieren. Weil man könnte natürlich auch sagen, ich lasse mich einfach vom Rad tragen. Eines Tages bin ich schon wieder oben oder irgendwann werde ich den Jackpot ziehen. Na, ich muss mein Glück nur oft genug versuchen. Oder kann ich wirklich was tun in dem Moment? Oder heißt es wirklich, überlass dich dem Schicksal? Ich bin der Ansicht, dass die Karten ja nicht für ein Leben stehen, ne? Und immer wenn wir eine Karte ziehen, haben wir auch automatisch einen Auftrag. Okay. Das heißt, wenn wir das Rad des Schicksals ziehen, heißt es, höre auf, dich gegen eine Veränderung zu stemmen, das ist meistens der Fall, sondern gestalte die Veränderung mit. Mit. Aber wahrscheinlich liegt die Betonung auf mitgestalten. Die Veränderung selber kann etwas sein, was dir das Schicksal zuspielt. Es ist ja tägliche Wahrheit, ne, dass wir können viele Pläne haben, aber irgendwas passiert. Ich meine, bestes Corona Beispiel. Passiert. Corona passiert und wir können nur mitgestalten. Das ist das Einzige, was wir können. Oder ich meine, im Kleinen, wenn wir zum Beispiel merken, wir planen einen Termin hier live und dann kommt der rückläufige Merkur und macht unsere Technik zunichte. Das wussten wir ja, dass der kommt, Christopher. Wir wussten, dass er kommt, aber wir wissen nicht, wo er zuschlagen wird. Das ist es ja. Ne? Er schlägt ja nicht immer überall zu, sondern nur bei denjenigen, die ihn heraufbeschwören, so wie wir das immer gerne tun.
Ja, mal geht's gut, mal geht's nicht gut. Also damit müssen wir halt leben, ne? Aber ich glaube, das hat was damit zu tun. Ich meine, der Begriff Schicksal ist ja, wir haben jetzt echt viele schwierige Begriffe, finde ich, bei diesem Rat. Wir haben Glück, wir haben Schicksal. Muss bei Fortuna übrigens auch denken. Fortuna ist im Lateinischen auch der Reichtum. Und das ist interessant, dass die Römer das Konzept des Reichtums, Fortuna, Wohlstand, mit ihrer Schicksalsgöttin verbunden haben. Damit auch sagen, ja, manche haben halt Glück im Leben und sind reich und Wohlstand und andere haben halt Pech, haben halt nichts, sind Sklaven. Und ich finde das aber einen wichtigen Punkt, weil wir leben ja in so einer Zeit, in der man immer sagt, ja, alles, was dir passiert, da bist du selbst schuld. Es gibt das nicht. Du hast die Ursache deines Leidens gesetzt. Und für mich, es ist meine persönliche Meinung, für mich ist das Glücksrad auch, bei mir ist das Glücksrad auch so etwas wie die Beruhigung, ja, manchmal passiert einfach auch Mist. Darf ich Scheiße sagen? Jetzt habe ich es gesagt. Und da kann ich jetzt nichts dafür. Ist nicht mein Karma, sage ich jetzt einfach mal. Ja, da würden dir jetzt die Magiere des Tarot widersprechen. Wer ist das? Waite und Crawley wären da anderer Ansicht. Sagen wir mal so, immer wenn das Rad des Schicksals gerade in Kombination mit der Gerechtigkeit auftaucht, dann musst du dir wahrscheinlich selbst auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Aber wir werden noch über den Turm reden, ja. Der Turm ist meistens wirklich absolut selbstverschuldet. Aber beim Rad des Schicksals hat das auch was damit zu tun, dass einfach Dinge passieren, die passieren und die wir nicht kalkulieren können. Und das ist ja eine Definition von Karma, über die wir, glaube ich, auch schon mal geredet haben, die total Sinn macht. Wir können so viel wollen, wie wir wollen. Es gibt immer einen unberechenbaren Faktor, der dann über Sieg oder Niederlage entscheiden kann. Und ich glaube, dieses Quäntchen Zufall, was drin entsteckt. Ich weiß, dass ich da nicht konform gehe mit vielen, die eher so im esoterischen Bereich diesen Karma-Gedanken bis in die letzte Instanz verfolgen. Aber dieses letzte Quäntchen Zufall, also ich folge da, ich habe mich lange Zeit mal mit der Schule des vierten Weges auseinandergesetzt. Da ist der Name Gurdjieff zum Beispiel wahrscheinlich für den einen oder anderen ein Begriff. Da schüttelst die Kirsten gleich. Warum schüttelt es dich beim Namen Gurdjieff? Ich kann den nicht ertragen, aber Kannst du nicht mach nur ertragen. Ich ertrage ihn weiter. gerne. Ich finde ihn auch furchtbar zu lesen, ganz Ja. schrecklich. Aber es gibt einen Schüler von ihm, den John G. Bennett, den ich sehr schätze. Und der hat ein Buch geschrieben, das ich wirklich liebe. Das heißt Hazard, or the Risk of Realization. Das ist, glaube ich, dann mal übersetzt worden mit Zufall oder so oder Risiko. Wobei Hazard im Englischen mehr ist als einfach nur Zufall. Es ist tatsächlich. Dieser Moment im Universum, wo Bennett dann sagt, das Universum kennt nicht nur ein Ja und ein Nein, sondern auch ein Vielleicht. Und dieser Vielleicht-Charakter, ja, es kann gut gehen, kann aber auch nicht gut gehen. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob es klappt oder nicht klappt. Den finde ich im Rat des Schicksals für mich irgendwie verkörpert. Vielleicht so, lerne damit umzugehen, wie dir das Schicksal das zuspielt. Du bist der Meister deines Schicksals, wenn du lernst, mit diesen Wendungen des Vielleichts umzugehen. Ja, Konstruktiv. finde ich gut. Finde ich sehr gut. Also, Nur die Starken kommen in den Garten. ja, ich dachte nicht, die Starken kommen in den Garten. Ich dachte das aber. Du dachtest ans Paradies. Aber Christopher, bevor, ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber wir haben ja hier auch noch mal in deinem Logo so ein Rad des Schicksals, ne, Ja, eingebaut. genau, das kommt noch. Ah ja, gut, dann mach mal weiter. Also, ich habe natürlich, weil wir beide natürlich auch Astrologinnen sind, habe ich natürlich selbstverständlich auch noch das Rad des Horoskops gewählt. Vielleicht auch, um daran zu erinnern, dass, warum, ich habe ja am Anfang so frohlockt, dass wir jetzt die Nummer 10 am Tag der Sommersonnenwende haben. Das hat natürlich die Bewandtnis, dass man ja auch den Tierkreis als einen Zyklus sehen kann, der von der Sonne gestaltet wird. Also Frühling ist Widder und so weiter. Und wir kommen ja jetzt auf den Höhepunkt. Also wir sind sozusagen auf der höchsten Stelle des Rades angelangt im Tierkreis. Die Sonne ist so hoch wie sonst nie über dem Horizont zu finden. Der Tagbogen ist
riesig lang, der Nachtbogen klein, daher langer Tag, kurze Nacht. Und da wendet es sich eben jetzt. Also man kann sich vorstellen, die Sonne ist am höchsten Punkt angekommen. Und jetzt wendet sie sich sozusagen wieder nach unten und wird irgendwann dann am 21. Dezember den nächsten Wendepunkt haben, wenn sie nämlich den tiefstmöglichen Punkt über dem Horizont erreicht hat. Darum fand ich das Glücksrad so passend am heutigen Tag, weil ja auch der Jahreskreis, der sich im Tierkreis hier spiegelt, im Grunde genommen ein riesiges Glücksrad ist oder ein riesiges Rad des Schicksals. Ja. Aber auch hier finde ich es toll, weil auf der einen Seite natürlich der Tierkreis eher die Leinwand verkörpert. Ja, also die, wir können nicht verhindern, dass die Sonne durch diese einzelnen Stadien geht. Aber was wir unter dem Signum des einzelnen Tierkreises tun, das ist dann wieder unser Ding. Wie wir damit umgehen, dass jetzt Sommer ist. Ja, wir können nicht verhindern, dass Sommer wird. Ich kann jetzt nicht sagen, nein, ich möchte das nicht. Mir persönlich wäre es lieber, es wäre ein bisschen kühler. Ja, ich bin jetzt nicht so der Sommerfan. Ich freue mich schon auf den Herbst, aber ich muss irgendwie durch den Sommer durch. Also das ist jetzt mein Schicksal. Was soll ich tun? Ja gut, aber das ist ein berechenbares Schicksal. Also wir alle wissen, dass wir einen Sommer haben werden, einen Winter, einen Herbst und einen Frühling. Also wir können uns da anpassen. Ja, aber auch ein Sommer kann ein schlechter Sommer sein. Wir wissen nicht, wie der Sommer wird. Also wir wissen nicht, wie der Sommer wird, aber prinzipiell haben wir ein Sommerkleid oder du wahrscheinlich ein legeres weißes Ludwig-Hemd im Schrank. Und Jetzt natürlich habe ich ein Sommerkleidchen, das ist doch klar. Ich dachte mir das. Das ist doch klar. Ich hüpfe dann durch meinen Rosengarten und rieche ganz versonnen an jeder Rose, die sich mir in den Weg stellt. Oder wie du schon sagst, als König Ludwig verkleidet. Wobei König Ludwig, das muss man ja sagen, also wir reden natürlich von Ludwig II., kein Tagmensch war. Er hat die Nacht geliebt. Und der ist erst herausgekommen aus welchem Schlösschen auch immer, wenn die Sonne untergegangen war. Ja, in jedem Fall. So viel dazu. Tag und Nacht ist ja auch so ein Zyklus. Ich meine, wir können, eins ist sicher, Tag und Nacht gibt es. Ja, wenn es die eines Tages nicht mehr gibt, dann haben wir ein Problem. Aber wie wir jeden Tag einzeln gestalten, das ist wiederum unser Ding. Und ich glaube, da verknüpft sich Schicksalsrat mit individueller Freiheit. Ja. Ja, Lebenszyklus. Jetzt habe ich doch noch den Frosch-Lebenszyklus, weil ich ja am Freitag mit der Christine über den Frosch gesprochen habe. Ich wollte nur auf den Charakter der Verwandlung eingehen. Es gibt eben, es wird oft als, ich meine, ihr kennt das alle aus dem Biologieunterricht. Du kennst doch bestimmt auch, Kirsten, diesen Wasserzyklus, mit dem wir gequält wurden. Ja? Der Regen steigt auf und fällt ins Meer, das verdampft dann wieder und bla bla. Ich habe keine Ahnung. Also ich hoffe, mein Sohn hört das nicht, der nimmt das gerade durch. Das ist nicht sehr motivierend. Auf alle Fälle sehr wichtig, dass man das lernt. Denn es ist ja eine Vorbereitung auf das Rad des Schicksals. Ne? Genau. Und in jedem Fall, also sehen wir eben, für mich war jetzt nur wichtig, man kann auch eine Motte nehmen oder einen Schmetterling nehmen. Aber der Lebenszyklus ist einfach etwas, was ich denke auch den Rahmen setzt. Man kann sagen, das Rad des Schicksals bewegt sich halt einfach und Veränderungen geschehen, Transformationen geschehen. Sie sind angelegt darinnen. Aber welcher Frosch ich werde, ob ich Froschkönig werde oder einfach nur das nächste Futter für den Storch werde, das ist dann mein persönliches Schicksal. Mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen. Sehr schön. Denn wir wollen natürlich noch auf die Motivik eingehen, die wir später auch im Tarot finden. Ich habe hier Bilder das dürfte tiefste Renaissance sein, aus der dieses Bild stammt. Und du hast ja schon angesprochen, da hat man gerne dieses Bild verwendet. Wir sehen also hier Fortuna, die mit dem Zauberhut, dem Spitzhut und dem Schleier hinten dran, die dreht am Rad des Schicksals, auf dem so Menschen drauf geklemmt sind. Das ist einfach eins dieser Motive, die wir finden. Ja, wichtig ist, dass an diesen Rädern, und das haben wir noch im Tarot, wirklich so eine Kurbel angebracht ist, die in der Mitte des Rades ist und die auch wieder was von Zentrierung sagt natürlich. Und Fortuna dreht halt dieses Rad und entscheidet, wer da oben ist und wer unten ist. Das passt sehr schön zum Roulette. Du siehst ja der mit dem roten Mantel, das ist ein König, der landet also prompt im Schoß einer Dame in Grün. Vielleicht ist das sein Pech, vielleicht aber auch sein Glück. Wir wissen es nicht. Man weiß es nicht. Genau.
Genau, so, dann haben wir hier ein Bild. Ja, auch hier sehen wir sehr hübsch übrigens das gekrönte Haupt, das da gerade auf dem absteigenden Ast ist, der seine Krone verliert. Die saß wohl locker. Ja, entschuldige, ich lese hier gerade den sehr langen Text von Viola. Ja. Aber lass uns, ich würde es ganz kurz, Ja, vielleicht ist ja ein Viola sagt Impuls ja, drin. dass sie so Vorahnungen hat und dass das beängstigend sein kann, weil es dann auch tatsächlich eintreffen kann und dass es aber gut ist, auch auf einer anderen Seite diese Vorahnungen zu haben, um sich darauf vorbereiten zu können. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau so Schicksalsrat ist, muss ich gestehen. Ich würde das fast eher in den Bereich auch des Turmes einordnen. Aber natürlich, wenn wir über das Zyklische nachdenken und dass wir wissen, wir haben einen Rahmen, in dem wir uns bewegen können, ne, dann ist das, geht das in die Richtung, auf jeden Fall, Viola. Danke für den Beitrag. So, und jetzt bin ich wieder ganz bei dir, Christopher. Ja, ich habe mittlerweile auch in den Tarotgarten gewechselt. Wir saßen die ganze Zeit an der Märchenquelle. Oh je. Und bei dir lässt das Licht gerade nach, so ein bisschen, ne? Du wirst, Ja. wird es bei euch dunkel gerade? Nee, das ist irgendwie, ist so. Ich möchte gleich noch zu Viola noch was sagen. Und zwar, es ist so, ja, ich muss dich nur so ein bisschen nachjustieren, damit du einigermaßen. Attraktiv aussehe. Kirsten, dafür muss ich nicht sorgen. Das ist einfach so. Aber dich in Szene zu setzen, dass das auch wirklich zur Danke Geltung kommt, das ist meine Aufgabe. dir. Und ja, Viola, ich wollte noch sagen, ich glaube, es hat vielleicht schon noch einen Bezug zu unserem Thema, weil wenn man in diesem zyklischen Denken ist, ich sage einfach mal, wenn man da gut drinnen steckt, dann kann man vielleicht vorahnen, was die nächste Etappe sein kann im Rad des Lebens, ja, und man spürt das vielleicht auch. Denn eine Sache ist ja die, wir reden ja jetzt hier von einem zeitlichen Faktor beim Rad des Schicksals, ja? Also eins folgt aufs andere. Aber wie wir ja sehen können jetzt hier gerade bei dem Bild, wir können dann auch eine Position einnehmen außerhalb dieses Rades und darauf blicken. Dann könnten wir theoretisch alles sehen. Dann könnten wir sozusagen darauf blicken und auch Dinge sehen, die vielleicht noch geschehen werden. Also, ich sag mal, wenn du drin steckst, siehst du immer nur das, was jetzt unmittelbar vor dir ist. Oder vielleicht siehst du es gar nicht. Ja, wir werden sicher auch gleich nochmal auf den Eremiten kurz zu sprechen kommen, ne? Das wirst du sicher vorbereitet haben, da sage ich nochmal was dazu. Und prinzipiell ist es natürlich immer gut, in Zeiten des Umbruchs, siehe aktuell, eine Vision zu haben, einen Plan, wo wir hinwollen. Wenn wir planlos sind in Umbruchszeiten, dann ja, ist das nicht so gut für uns. Ich habe jetzt hier nochmal das klassische Bild der Göttin Fortuna mitgebracht, attributereich. Ich glaube, eines der wichtigsten Attribute ist neben dem Rad, das sie hier sehr hübsch in der Hand hält und auch mit der Kurbel, von der du sprachst, ist vor allen Dingen diese Kugel, auf der sie auch manchmal balanciert. Also wir sehen manchmal, wie sie auf der Kugel balanciert und das soll ausdrücken, dass eben Fortuna etwas sehr Fragiles ist. Also, ne, also versucht ihr mal auf einer Kugel zu balancieren. Da braucht man ein gutes Gleichgewicht. Da kommen wir vielleicht auch wieder auf das, was du hast ja vorhin so eine Anspielung gebracht mit der Gerechtigkeit. Das wäre sozusagen eine Möglichkeit, aber es ist sehr anstrengend. Ich erinnere auch daran, dass Crowley ja seine Gerechtigkeit auf einer Kugel auch balancieren lässt. Stimmt das? Oder zumindest auf Zehenspitzen balancieren lässt. Und es hat natürlich was mit Fortbewegung zu tun. Es gibt zum Beispiel ein berühmtes Bild, glaube ich, von Dürer. Da sehen wir die Fortuna auf der Kugel rollend, sozusagen sich vorwärts bewegen. Aber dieses Wankelmütige der Fortuna, das war eigentlich immer im Vordergrund. Und da kennen wir ja das berühmte Lied aus den Carmina Burana von Karl Orff. O Fortuna, Bello Veloluna, Luna. du bist so wankelmütig wie der Mond. Also von wegen Glück. Glück ist etwas, was wir anstreben sollten. Glück ist etwas, was wir haben oder eben nicht, würde dieses Bild sagen. Ja, finde ich sehr gut.
Und dann sind wir jetzt auch schon endlich bei den Tarotkarten. Aber es ist wirklich ein, ich habe in der Vorbereitung gemerkt, über dieses Rad des Schicksals und über Glück zu reden, das ist etwas, was in heutigen Zeiten, finde ich, sehr wichtig ist. Also ich meine wirklich, für mich ist es echt eine Erkenntnis gewesen, nachdem wir ja teilweise immer wieder konfrontiert werden, damit jeder ist seines Glückes Schmied. Und da haben wir es wieder. Das heißt, es kann eigentlich nur die Dinge passieren und immer bin ich schuld. Und wir haben diese Machermentalität. Wenn du nicht es machst, dann geschieht es nicht oder so. Aber es gibt ja auch eine Kraft im Leben, die von alleine funktioniert. Drücke ich mich jetzt hier sehr verklausuliert aus gerade wahrscheinlich. Ja, also du meinst vielleicht damit, dass wir so suggeriert bekommen, dass wenn wir nur etwas wollen, es auch genau. auf jeden Fall bekommen können. Aber das sehen wir ja gerade so auch an der Heldenreise prinzipiell oder in einem amerikanischen Spielfilm. Als du jetzt den Satz gesagt hast, fiel mir gerade wieder Working Girl ein, ein Film, den ich sehr liebe. Und wo halt, ja, man kann so viel wollen, wie man will, wenn einem dann doch irgendwie ein zufälliger Stein in den Weg geworfen wird und davon leben Hollywood-Filme von diesen zufälligen Steinen, dann muss man sich erst mal wieder aufrappeln, um dann zur Perfektion zu kommen. Und interessanterweise sind die Trümpfe ja jetzt nicht zu Ende mit dem Eremiten, der für Erkenntnis und Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, innere Erleuchtung steht, sondern dann geht die Reise eigentlich erst richtig los. Und der Eremit, da hatten wir letztes Mal drüber geredet, der ist halt das Resultat der Gerechtigkeit. Das heißt, wir haben Dinge im Leben bewirkt, wir haben die etwas angestoßen im Wagen, wir haben eine Wirkung erhalten dadurch und die ist nicht immer unbedingt so, wie wir uns das wünschen im Sinne von Gerechtigkeit. Jeder hat da seine eigene Definition von Gerechtigkeit. Und im Eremiten gehen wir dann im Idealfall mit uns selbst ins Gericht und überlegen, welchen Beitrag habe ich geleistet dazu, dass die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Wer bin ich überhaupt? Was sind meine Ziele? Wofür möchte ich eigentlich stehen im Leben? Wofür möchte ich vielleicht auch erinnert werden? Und dadurch, dass ich mich so in mich versenke und über mich nachdenke, kann ich überhaupt Zugang zu diesem Rad des Schicksals finden. Auf einmal, jetzt im Sprung in den Karten, geht es nicht mehr um einzelne Archetypen. Vorher haben wir eigentlich immer nur Archetypen kennengelernt, bis auf die Gerechtigkeit, sondern der Kosmos öffnet sich. Ja, wir haben hier eine Anspielung auf die Gesetze des Universums. Und gerade wenn wir jetzt die Karte hier betrachten, die eine Variante der Marseille-Version ist, ich glaube, es ist das Blanchet, da sehen wir A, die Kurbel von Fortuna. Wir sehen aber nicht Fortuna selbst. Das heißt, wir wissen, die arbeitet im Hintergrund. Aber tatsächlich können wir auch noch etwas mitbestimmen. Wir sehen, dass dieses Rad sehr fragil auch auf wieder so einer Kugel steht. Na, es könnte auch Wasser sein. Und wir sehen Tiere, die sich darum bewegen. Und tatsächlich, finde ich, ist das eine totale Anspielung auf den Tierkreis im wahrsten Sinne des Wortes, wo wir wieder die Möglichkeit haben, unser Horoskop, unsere Qualitäten, die wir haben, dafür einzusetzen, Veränderungen mitzugestalten oder auch nicht, aus den Erkenntnissen, die wir im Eremitenstadium gewonnen haben. Das heißt, wir gehen am besten durch eine Zeit der Veränderung, wenn wir vorher uns eremitisch bewusst geworden sind, wer bin ich, was will ich? Und wir sehen da ja auch, also ich meine, das sind ja so affenartige Wesen, so würde ich das mal interpretieren. Auch sie, was mir das auch aussagt, oben sehen wir ja diesen gekrönten Affen, sage ich jetzt mal. Letztendlich, der vielleicht steckt da auch dahinter, der denkt vielleicht jetzt gerade, er hat jetzt alles besiegt und er ist der König der Welt. Aber im Grunde genommen ist er ein Affe wie alle anderen auch und wird seinen Weg hinab genauso nehmen wie die anderen.
Das ist natürlich eine Satire, die sagt, also nur weil du jetzt einmal da oben bist als König, heißt das gar nichts. Du bist genauso schnell wieder unten. Und es gibt genug Menschen oder Affen, die versuchen, dir da deinen Thron abzujagen. Das sieht man ja schon an dem, der da so nach oben rollt sozusagen und der andere, der gerade im Abfallen bewegt. Ist interessant, dass sich das hier gegen den Uhrzeigersinn dreht, das Rad, ne? Oder die Frage ist, dreht es sich gegen den Uhrzeigersinn und die sind verquer, aber eigentlich, ja, eigentlich dreht es sich in diese Richtung. Ja, es kommt natürlich darauf an, vielleicht muss man auf der anderen Seite stehen. Vielleicht ist ja auch interessant, dass dass die Kurbel so zum Bildrand ist. Also man könnte vermuten, Fortuna steht da sozusagen außerhalb des Bildes und dreht das Ganze, aber wir sehen sie nicht. Es ist ja auch eine Erkenntnis, die wir auch haben, ne? Wir sehen nicht, wer an der Kurbel dreht. Vielleicht dreht ja gar niemand an der Kurbel. Das weiß man ja nicht. Und es heißt halt auch, und das ist mit Schicksal, Fortune oder sonst was gemeint, was gerade passiert, liegt nicht in deiner Hand, sondern in einer anderen Hand. Und du tust gut daran, das zu akzeptieren. Die meisten Leute, die in so einer Krise sind, die sagen halt, ich will aber, dass alles so bleibt, wie es ist. Und das wird nicht passieren. Aber das, was du jetzt sagst, ist ja auch genau das, was ich meine. Es liegt manches einfach nicht in unserer Hand. Und das zu akzeptieren, fällt uns heutigen sehr schwer oder schwerer als früheren, weil wir ja auch immer eingeimpft bekommen. Du musst dich nur anstrengen, dann kriegst du das schon. Ja, wenn du scheiterst, dann hast du einen Fehler gemacht. Dann hast du etwas nicht richtig gemacht. Oder ja, Scheitern ist für uns oft auch gleichbedeutend mit Versagen. Also dabei bewegen wir uns von Scheitern zu Scheitern und können uns dadurch auch vorwärts und vor allen Dingen aufwärts bewegen. Es ist immer die Frage, was mache ich damit? Gehe ich in die Frustration oder rapple ich mich wieder auf und verbessere mich? Ja, das ist eher der Punkt. Es geht gar nicht so sehr ums Verbessern, sondern darum, Veränderung zuzulassen und mitzugestalten. Genau. Und vielleicht muss man auch die Ziele in Frage stellen an so einer Stelle. Ja, also, die Leute, die sich gegen diese Veränderung sperren, die haben meistens keine Ziele. Ja. Die Aufforderung, und das meine ich mit dem Eremiten, ist es, was ist dein Ziel? Okay. Was willst du erreichen? Und wenn du es erreichen willst, es soll alles so bleiben, wie es ist, ist das ein Ziel, das du nicht erreichen wirst? Okay. Ja, ich sehe schon. Spannende Sache. Ich habe hier eine, das ist, glaube ich, Tarot de Marseille. Nee, Entschuldigung, Visconti-Tarot. Genau, und da sehen wir die Fortuna in der Mitte sitzen, und zwar mit verbundenen Augen, was ja an die Gerechtigkeit wieder erinnert. Und wir haben auch Anspielungen an das Rad des Lebens. Ne? Ganz genau. Und es gibt ja im Mordatür, also in der Mallory-Version von der Artus-Geschichte auch, diesen Traum, den Artus hat vor der Schlacht mit Mordred. Und auf viele sagen, auch darauf spielt diese Szene an. Da träumt er nämlich genau von einem König, der oben auf einem Rad sitzt. Und ein alter Mann sitzt, glaube ich, unten. Und es ist klar, dass sich dieses Rad dreht. Und es ist ja die entscheidende Schlacht, wo dann auch das Reich von Artus dann zerstört wird danach. Also da haben wir so einen ganz klassischen Renaissance-Gedanken hier. Die Karten stammen ja auch aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Viola schreibt noch, manchmal muss man sich Hilfe holen und suchen. Klar, also das wäre auch so etwas. Du kannst nicht immer alles alleine machen. Verdienen wir Kartenleger ja auch viel Geld mit dieser Karte. Das verrätst du hier ein Geheimnis. Und Walda schreibt, ist es nicht großes Glück, mit dem Pech gut umzugehen? Ja, ich glaube, das könnte man wieder als großes Glück bezeichnen, durchaus. Genau, und das, was Christopher mit Scheitern meinte, ne, dass Scheitern als Chance zu sehen, Schwachstellen zu erkennen, stärker zu werden und immer mehr. Und da denke ich, erinnere ich nochmal an Samsara, das Loslassen von Leiden zu lernen. Ich sage immer, schöner scheitern lernen. Ja. Schöner scheitern und gut aussehen dabei, genau. Da bin ich mal in diesem Spruch, ich kriege den nicht mal zusammen, hinfallen, Krone richten, wieder aufstehen oder so ähnlich, weitermachen.
Ja, der ist jetzt langsam ein bisschen abgenudelt. Das Ich ist so, weiß. man sieht Aber nur mit dem Herzen gut. oh nein. Carpe diem, liebe Kirsten. Carpe Ja, diem. ich weiß, wir müssen uns da mal einen neuen Spruch ausdenken, aber in die Richtung geht das auf jeden Fall. Und Jetzt habe ich natürlich die beiden Klassiker, die wahrscheinlich irgendeine davon werdet ihr, wenn ihr euch mit Tarot beschäftigt, im Haushalt haben. Wahrscheinlich sogar beide. genau. Crowley und Crowley und Wade Wait. Smith. Ja, bei beiden seht ihr diese ägyptische Symbolik jetzt, ne? Crowley bedient sich durchgängig ägyptischer Motive, aber der Wade eher nicht. Deswegen ist es ungewöhnlich, dass die da sind. Aber gleichzeitig spielen beide sehr stark auf die Kabbala an. Wir haben bei Wade, das ist der, wo auch Buchstaben auf dem Rad zu sehen sind, viele merkurische Symbole, viele alchemische Symbole. Aber vor allem haben wir auch das Wort, wenn wir mit dem Uhrzeigersinn das Rad lesen, Tora. Ne, nochmal eine Anspielung zurück auf die hohe Priesterin, die auch die Tora in der Hand hält. Und dann einer dieser Bilderschlüssel des Waits angedeutet, wenn wir uns mit der Kabbala beschäftigen, dann entschließt sich uns Tarot stärker. Nämlich wenn wir gegen den Uhrzeigersinn lesen, haben wir das Wort Tarot. Und das ist ja wie, also Anspielung darauf, dass das Hebräische von rechts nach links geschrieben wird, sozusagen, und alles verkehrt herum ist. Hier Und wir treten haben dann auch. auch. Christopher? Ja. Was wolltest du sagen? Ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade sagen wolltest, aber wir haben auch das Wort Rota natürlich drin. Genau, das wollte ich nicht sagen. Das wird auch angespielt. Was sagt dir Rote? Rota, lateinisch das Rad. Genau. Also wir haben hier ganz viele Symbole. Wade führt hier auch die vier Elemente ein, die wir später nochmal auf der Welt sehen werden oder bei Crowley auf dem Universum, wie die Karte da heißt. Und ich interpretiere das immer so, dass die Elemente jetzt, der Eremit ist halt in seinen kosmischen Überlegungen vertieft, uns ihr Handbuch reichen zum Studieren. Das hat so ein bisschen was Faustisches für mich, ja. Also du kannst jetzt alles lernen, was du willst. Du musst dich da halt für bemühen. Und diese vier Elemente sind dargestellt anhand der vier Tierkreiszeichen der Fixen. Also auch wieder eine astrologische Anspielung. Und vier Evangelisten sind es natürlich auch. Genau. Genau. Und bei Crowley haben wir eigentlich das ähnliche Motiv. Es ist weniger durch Symbolik überladen, sag ich jetzt mal, aber wir haben diese unglaublich starke Dynamik des Hintergrundes, die uns so wirklich so wie in so einen Zeittunnel hineinzieht. So empfinde ich das immer. Und was natürlich ganz wichtig ist, wir haben die gleichen drei Figuren auf der Karte, nämlich eine Sphinx. Dann haben wir den Affengott, der immer mit Tod, also der Anubis-Gott oder Affengott, der auch mit dem Magier in Verbindung gebracht wird. Und wir haben die Schlange Apophis, die halt für den Untergang steht. Und dieser Anubis-Affe, der steht halt eher für das Aufwärtsgehen. Und wir sehen auch hier wieder, ne, bei Wade geht es in diese Richtung mit Untergang und Aufgang, und bei Crowley geht es in die andere Richtung mit Untergang, Interessant. Aufgang. Was darf ich noch was sagen, Ja, bevor du klar. was sagst? Die Sphinx ist auch total spannend, weil viele Menschen bringen die Karte in Verbindung dann mit dem Wagen, wo wir auch Sphinxen sehen. Ich mache das auch. Und der Wagen wird gerne mit Ödipus in Verbindung gebracht. Das heißt, dass Sphinx, er muss ja das Rätsel der Sphinx lösen, Ödipus. Und der Eremit muss das eigentlich auch tun. Er muss nämlich dieses berühmte Rätsel lösen, was hat am Morgen vier Beine, am Mittag zwei und am Abend drei, und das ist der Mensch. Und da geht es halt auch darum, dass wir immer mehr unsere Menschlichkeit im Rad des Schicksals erkennen. Und wir müssen jetzt ein bisschen auf die Tube drücken, sehe ich gerade. Ich höre auf, Ja. so viel zu reden. Was wolltest du sagen? Nein, ich wollte nur sagen, dass ich finde, dass hier gerade dieser dynamische Aspekt, man könnte sich auch noch jetzt unterhalten, warum hat Wade 8 ein achtspeichiges Rad, warum hat Crowley ein zwölfspeichiges Rad, wenn ich nicht falsch, oder es ist zehnspeichig.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ein zehnspeichiges Rad, könnte man sich auch nochmal überlegen, natürlich die Zahl 10 bei Crowley wahrscheinlich, aber auch die 10 Sephiroth und so weiter, da gibt es natürlich jede Menge. Und das achtspeichige Rad ist eher so eins der Materialisierung. Ja, da gibt's, ist ja die doppelte. Ja, vielleicht auch die Zyklen, die Jahreskreiszyklen oder sonst Erinnert etwas. An die Jahresfeste, ne? Also Sommerwenden und dann vielleicht die Zwischenfeste dazu. Ja, kommen wir zu dem, worauf du schon anspieltest mit dem Symbol der Geheimnisakademie, nämlich der sogenannte Ouroboros. Wir haben ja diesen, die sich in den Schwanz beißende Schlange gewählt, weil sie eben auch den Zyklus verkörpert und auf der anderen Seite als Schlange natürlich die Weisheit. Und hier sehen wir ja aus dem alchemistisch geprägten Deck von Robert M. Smith. Place, oh Gott. Ich würde es falsch sagen. Ich bin ein Kind der 80er Jahre. Wir haben noch ein paar Karten, Christopher, du kannst es noch lernen. Das ist nach der 10. Karte, ich kann es immer noch nicht. Robert M. Place, please forgive me. Und wir sehen hier, was er gemacht hat, ist den weißen und den roten Drachen, zwei alchemistische Symbole, hat er auf das Rad gespannt. Also eher... betont eher diesen Wandel der Zyklen. Finde ich toll, die Karte übrigens, ja. Die ist sehr schön. Auch und er auch hat hier die wieder Elemente. Die Elemente reingebracht. Ne? Sehr schöne Karte. Das könnte man schön für Game of Thrones nehmen. Ja, und da kommt ja übrigens auch immer ein Rad vor am Anfang. Ne? Ist es nicht so bei dem Vorspann, da dreht sich dann immer irgendwie so. Ja, du hast recht, ja. Und ich, also natürlich hier ist die Anspielung, dass das Weiße und das Rote, also die Mondkraft und die Sonnenkraft, Licht und Dunkel immer im ununterbrochenen Wechsel sind und sich wechselseitig ergänzen. Das ist ein bisschen so eine Yin- und Yang-Symbolik auch, wie wir sie im fernen Osten hätten. Und da verschwimmt allerdings so ein bisschen dieses Satirische. Das ist jetzt hier überhaupt nicht mehr vorhanden. Da gibt es nicht mehr, wer ist oben und wer ist unten. Da ist diese menschliche Komponente ganz entfernt. Hier ja. Wird auf die Funktion der Verwandlung wird sich bezogen. Ja. Hier haben wir eins, ja, da sehen wir auch den Tierkreis übrigens drumherum, da musst du was dazu sagen, von woher das kommt, das weiß ich nicht, das ist bunte. Das eine ist das Universal Tarot, das ist eine Interpretation der Marseille-Varianten, aber halt moderner. Ich fand es einfach nur schön, also es ist schön illustriert und man sieht, dass er hier den Crowley-Gedanken mit reingebracht hat, dass es halt im Kosmos sich tatsächlich abspielt, dass es universell ist und das daneben ist das von Röhrig, was ich auch sehr schön finde, weil es so diesen einen kleinen Menschen unten hat, der auch noch ein Soldat ist, also dass wir hier so unsere Regeln, so steinböckisch kommt mir diese Karten, diese Figur vor, haben hier auf der Erde und dass es darüber aber etwas gibt, was mit Traum und Vision zu tun hat, ist ja ein Traumfänger, aber gleichzeitig halt auch etwas, was absolut übergeordnet ist und das hat sowas von der Mensch denkt und Gott lenkt für mich. Wobei ich nicht genau erkennen kann, was da in diesem Rad drin ist. Ich sehe da Federn und Getreide, Ähren und... Ja, für mich hat das so eine Traumfänger- oder Visionsassoziation. Genau. Wenn man die anderen Karten aus dem Röhrig-Deck sich ansieht, das taucht immer wieder auf, wenn es darum geht, Brain zu stormen, kreativ zu sein, Potenzial zu entwickeln. Und das ist auch bei dieser Karte. Hier die Huffinguhead fragt gerade nach der Rune. Hufflepuff Head, Kirsten. Verzeihung. Ich würde, wir haben ja gerade eine Anspielung auf Ingwers gesehen bei dem Röhrig-Tarot. Das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, Reido das Rad. Ja, wir haben eine Radrune. Die würde ich damit verbinden. Hier auf der Glan-Karte ist ja auch nochmal eine Rune drauf, ne? Mhm. Da ist die Nauthis drauf. Die Rune Not, die Notwendigkeit. Könnte man sich drüber unterhalten, ob das nicht passt? Also klar, das ist so auch so eine Schicksalsrune. Sie wird den Nornen zugeordnet und die Nornen sind ja die Göttinnen des Schicksals. Ne? Passen gut zu dem Karten und ich finde das einfach bei Glan immer, der hat interessante Motive. Ne? Auch hier wieder, wie das Rad dargestellt ist mit der darüber schwebenden Sphinx, finde ich sehr schön. Ja, und was ihr auf der anderen Seite seht, das ist einfach...
dem geschuldet, dass ich ein großer Buffy-Fan bin. Und es gab ein Buffy-Tarot, das leider nie veröffentlicht wurde. Es hat Rachel Pollack kreiert, dieses Deck. Aber es waren schon alle Karten fertig. Aber dann hat die blöde Allison Hannigan gesagt, dass sie das nicht will. Und dann muss ich das Video schneiden, weil du blöd gesagt hast. Mach nichts. Du hast vorhin ein anderes Wort benutzt. Ja, aber in einem didaktischen Konzept. Ach so, gut. Also die wahnsinnig sehr gut schauspielernde, aber leider esoterischen Konzepten dann als Hexe doch nicht aufgeschlossene Allison Hannigan hat das nicht gewollt. Und hier sehen wir halt den Großmeister der Vampire über dem Rat sitzen. Das hat jetzt für mich jetzt nicht so unbedingt die perfekte Bedeutung, aber es ist hübsch. Ja, ich finde auch. Also ich finde, die Farben sind sehr gut gelungen. Ja. Hier haben wir nochmal zwei Beispiele, wo das Rad völlig anders interpretiert wird. Und das gefällt ganz mir sehr genau. Gut. Ja, also das eine ist aus dem 78 Pforten-Tarot, wo der Gedanke ist, dass jede Karte eine Tür ist in eine andere Welt. Mhm. Und da passt das da super, super gut mit dem Tischerücken. Also das finde ich eine ganz tolle Interpretation, wo wir quasi in Parallelwelten dann abtauchen können oder irgendwelche Dinge beschwören können, die, wir kennen ja alle gute Horrorfilme, dann auch unser Leben ordentlich durcheinander bringen können. Und bei dem Druidcraft heißt es ja auch nur das Rad, die Karte, und die finde ich wunderschön, weil sie nochmal genau diesen Gedanken des Zentrierens verkörpert. Also der Eremit ist jetzt quasi aus seiner Höhle rausgekommen, ne? Das ist ja eine einsame Situation und stellt jetzt fest, ich muss mich abgrenzen, und je besser ich mich abgrenze, indem ich einen magischen Kreis um mich drehe, umso klarer kann ich das verwirklichen, was ich verwirklichen will, in all dieser Veränderung. Und wenn wir jetzt gerade auch an die aktuelle Zeit denken, wo wir total dem Zufall ausgesetzt sind, je stärker wir wissen, was wir wollen, je stärker wir uns abgrenzen können von dem, was draußen vor sich geht, umso besser kommen wir voran. Das ist einfach so. Ja, und vor allen Dingen, wir sehen auch noch eine weitere Dimension des Rades, nämlich als Kreis, den ich um mich ziehe, ein magischer Kreis möglicherweise, mit dem ich mein Schicksal beeinflusse. Also es könnte ein Schutzkreis einfach sein, es könnte ein magischer Kreis sein, es kann ein Akt der Zentrierung sein. Also da schwingen nochmal ganz, ganz andere Dimensionen mit. Und deswegen finde ich die beiden Karten so spannend, weil sie wirklich etwas dazu bringen, was vorher nicht drinnen war in den Karten. Richtig. Also da kann man jetzt mal drüber nachdenken. Ich glaube, ich habe jetzt, das ist mein letztes Bild dazu. Die habe ich einfach nur noch zusätzlich reingebracht. Das eine ist von Bennebel Wenn, die jetzt in der dritten Edition ihres Tarot-Decks ist. Und das ist die erste Variante ihres Decks. Die dritte sieht schon wieder komplett anders aus. Sie ist echt irre, die Frau, was sie da immer macht. Und auch da sehen wir nochmal diesen Aspekt, den wir aber auch schon bei Robert M. Place hatten. Ne? Dieses außerhalb der Geschichte, der menschlichen, des menschlichen Erlebens. Sie kommt aus Taiwan, lebt aber in Amerika, und sie bringt da halt sehr schön diese westlichen und östlichen Kulturen zusammen, was ich toll finde bei ihr. Und das andere ist die Katrin Welz-Stein, die ja wirklich auch sehr schöne mystische Bilder macht. Und ja, da finde ich den Aspekt ganz interessant, dass wir vielleicht selbst auch von diesen Rädern getrieben sind. Das hat ja so eine Anspielung an die Puppen aus der Romantik für mich, so Olympia von E.T.A. Hoffmann oder so, die halt menschlich zu sein scheint, aber doch durch ein Räderwerk gesteuert ist. Und inwieweit sind wir von einem Räderwerk gesteuert? Wenn ich jetzt gerade überlege, wenn wir sowas lesen, wenn wir E.T.A. Hoffmann lesen, ja, Sandmann oder Goldener Topf oder Elixiere des Teufels oder weiß Gott was, da ist ja immer dieser Gedanke, dass wir vielleicht auch tatsächlich maschinengetrieben sind. Und das ist ja auch ein Gedanke in ganz vielen Science-Fictions. Wer ist eigentlich tatsächlich ein Mensch? Wer ist ein Android? Nicht ein Android. Wie heißt es bei Blade Runner? Die heißt nicht Android. Ja, nee, die heißt noch anders. Also wer ist menschlich und wer ist eigentlich eine Erfindung? Und sind wir nicht alle
Erfindungen. Denken wir an Truman Show oder sonst etwas. Es geht ja auch ein bisschen auf, da gibt es ja dieses berühmte Bild, was auf Descartes zurückgeht, von der Ente, die im Inneren einfach nur ein Räderwerk hat. Und Descartes hat ja dann selber gesagt, Cyborg. Cyborg, ich danke. Dass wir im Inneren ein Räderwerk sind, dass wir im Grunde genommen nur Maschinen sind. Und da kommen ja auch ganz fatale Vorstellungen daher, ne? Dass wir im Grunde genommen keine Seele besitzen, dass was wir für eine Seele oder Gefühle halten, im Grunde genommen nur Fehlfunktionen im Räderwerk sind. Und dann quietscht halt das Räderwerk mal, wenn wir Schmerzen haben. Also genau. Eigentlich ein fatales Weltbild, das auch die Wissenschaft sehr stark dann geprägt hat, das heute ja eher wieder in Frage gestellt wird. Aber das ist auch ein spannender Aspekt, den mit dem Rad zusammenzubringen, finde ich. Genau. Also, sind wir wirklich nur ein Räderwerk, das funktioniert? Und wenn es funktioniert, ist unser Schicksal nicht immer auch vorherbestimmt? Ja, ist ja auch so. Ist nicht irgendwie, die hält ja auch so eine Uhr in der Hand. Und das Herz ist auch nur ein Zahnrad. Auch eine interessante Deutung, die ziemlich weit wegführt, wie ich finde. Also nicht ziemlich weit weg, aber sie führt auch in eine andere Ebene dieser Karte hinein. Ja, total. Und was mir bei der Benevel Wen-Karte noch gefällt, ist dieses Netzwerk, was im Hintergrund ist. Du hast ja vorhin vom Traumfänger noch gesprochen. Bei Amy Brady zum Beispiel ist da ein Spinnennetz zu sehen. Ich finde auch, das passt irgendwie ganz gut dazu. Kirsten, wir haben natürlich noch eine Sache zu erledigen. Wir sind natürlich noch verpflichtet, ein Orakel zu machen. Ihr da draußen seid jetzt, wer könnt aktiv werden, indem ihr jetzt entweder mich oder Kirsten wählt. Und dies soll euer Sonnenwendimpuls sein aus dem Tarotgarten. Ich muss aufstehen und meine Tarotkarten suchen. Du bist wie immer gut vorbereitet. Das finde ich schön. Gut, während der Christopher seine Karten sucht, ich nehme an, er wird uns mit dem Brady-Deck überraschen. Jetzt nehme ich extra ein anderes. Siehst du. Sage ich euch, welches ich heute nehme. Es ist grün, deswegen wird es schwierig zu sehen sein. Ich nehme das William Blake Tarot. Oh. Was ich sehr schätze und auch ein ganz besonderes Deck ist, das persönlich mir von Mary Kay Greer übergeben wurde. Danke, Florian, das ist sehr lieb von dir. Du weißt, deine Prioritäten zu setzen. Also, ich habe anzubieten, ich bin heute echt klassisch. Ne? Die Kirsten ist ja immer so verspielt und bringt da immer irgendwelche fantastischen Tarots hinein. Ich mache jetzt mal was ganz Klassisches. Ich nehme das Tarot de Marseille. Ja. So, ne? Und ich mische das jetzt und ich ziehe eine Karte. Ich rede dann einfach mal, ihr habt ja gewählt, und zwar den Christopher. Ich weiß nicht, ob ich euch noch lieb habe, aber es ist schon in Ordnung. Kirsten, nimm es als ein Wink des Schicksals. Entschuldigt bitte. Ich habe eine sehr schöne Karte gezogen, und zwar den Wagen, der im Blake Tarot Experience heißt. Also Trumpf Nummer 7. Ich habe ja heute schon auf den Wagen verwiesen, im Zusammenhang mit dem Rad des Schicksals. Und das heißt, dass du diese Karte gezogen hast, jetzt dazu aufgefordert bist, in der kommenden Woche und vor allem zur Sommersonnenwende mehr nach vorne zu blicken als zurück und aufgrund dessen, was du willst, wirklich fokussiert auf das zuzupreschen, was du haben willst, und Erfahrungen zu machen. Eigentlich genau das, was wir heute besprochen haben, zu machen, zu sagen, ich will etwas, ich setze mich da auch Widerständen aus, ich gehe Risiken ein und ich setze alles auf Sieg. Und wahrscheinlich erreiche ich das, aber wenn nicht, dann habe ich wieder eine Erfahrung mehr gemacht. Das ist die Bedeutung dieser tollen Karte. So, siehst du, Kirsten. Danke, Daniela, das ist lieb von dir, dass du ein bisschen Loyalität zeigst. Ja, also, ich nehme jetzt hier mal meinen Marseille-Tarot und ziehe eine. Und ich muss sagen, ich wage mich jetzt ziemlich weit nach vorne. Ja. Weil mit den Marseille-Tarot-Karten lege ich nicht so oft. Aber ich habe hier die 7 der Kelche gewählt. Ja, auch spannend, auch eine 7, ne? Ja.
Aber es ist natürlich bei sieben der Kelche, Kirsten, du wirst mir sicherlich helfen in der Interpretation dabei. Wenn du mal die Karten stillhältst, vielleicht. Vielleicht. Man kann ja, bei diesen Marseille-Tarot-Karten kann man ja nie so wirklich, da sind ja keine Bilder drauf. Da sind wir jetzt völlig auf Numerologie mehr oder minder angewiesen. Weil man schon sagen kann, sieben Kelche, das wäre im Waite-Tarot, was würde man da sehen, Kirsten, bei sieben der Kelche? Da sieht man diese dunkle Gestalt, die sich zwischen sieben verschiedenen Kelchen entscheiden muss. Und einer ist irgendwie umgefallen, ne? So ist das da. Das ist die fünf, die du da vor Augen hast. Okay. Die habe ich auch umgehauen. Also wir haben wir haben eine Karte der Visionen, würde ich mal sagen. Ja? Also darum geht es bei der sieben der Kelche. Aber es ist natürlich auch eine Karte, die aus dem Gleichgewicht ist, das muss man sagen. Wenn wir das kabbalistisch sehen, ist die Sieben natürlich im Baum des Lebens auf einem Seitenast oder auf einem Seitenzweig zu finden und strebt natürlich wiederum in die Mitte, nämlich auf die Sechs zu. Es ist vielleicht so ein Moment, das wäre jetzt meine Inspiration zu dieser Karte, dass wir wirklich in einen Prozess der Kreativität gehen sollten, einen Prozess, in dem wir Visionen zulassen sollten in unserem Leben und vor allen Dingen auf unsere Gefühle dabei hören. Also da die Kelche ja den Gefühlen zugeordnet sind. Was würdest du noch sagen zu sieben der Kelche? Ja, also eigentlich gilt das Gleiche, was ich gesagt habe, aber die Energie ist noch nicht so bestimmt wie bei dem Trumpf. Es gilt darum, emotional sich für etwas zu entscheiden, emotional. Dafür steht der Kelch in der Mitte, ja. Und sich aus der emotionalen Komfortzone heraus zu bewegen. Also das geht schon Tendenz. Ich will eigentlich nicht, dass sich was verändert, aber ich werde das jetzt doch angehen und dafür genau das tun, was der kluge Christopher gesagt hat. Das meine ich auch mit Kreativität. Das ist vielleicht das, was vielleicht auch beim Glücksrad so wichtig ist. Wenn euch, jetzt sage ich, jetzt kommt noch ein Bonbon, Kirsten, das du sicherlich auch noch nie gehört hast. Schenkt dir das Leben Zitronen. Wie geht's weiter? Dann mach Zitronenlimonade draus. Ich habe dieses Sprichwort noch nie gehört. Nicht? Hurra! Ich dachte, das ist auch so ein abgelutschtes. Ihr kennt das bestimmt. Schenkt dir das Leben Zitronen, mach Limonade. Wunderschön. Gefällt mir sehr. Also in diesem Sinne, das ist doch ein wunderbares Schlusswort für heute. Ja, ich finde auch. Ich muss jetzt ja auch in die Stadt. Ja. Aber Daniela hat es schon angedeutet, ich bin heute Abend nochmal mit meinem Wochentaroskop online, heute um 17.30 Uhr, damit ich den Pflichten der Stadtspürung nachgehen kann. Und Christopher, bist du heute nochmal online? Ja, und wie? Jetzt um 12 Uhr gibt es ein Märchenquelle-Spezial, wo ich mit der Stimme der Märchen spreche. Wird ja immer wieder gefragt, wer liest denn diese Märchen bei uns in der Märchenquelle? Das ist der Mario, mit dem werde ich mich heute über die Kraft des Märchens unterhalten. Und dann lernt ihr ihn auch mal kennen, denn das bin nicht ich, der die Märchen spricht, sondern das ist der Mario tatsächlich. Und dann heute Abend bin ich online 20 Uhr mit dem ersten Teil unseres großen Midsommer-Specials hier auf dem Kanal der Geheimnisakademie mit dem Orakel von Yonanda und einer Geschichte, die wir speziell für Midsommer geschrieben haben. Eine märchenhafte Geschichte, die euch in die Tiefen eures Daseins führt und euch auf die Suche nach dem verlorenen Sonnenkind bringt. Ja, wenn euch das interessiert, heute Abend um 20 Uhr ist da die erste Episode. Einfach eintunen auf dem Kanal der Geheimnisakademie. Und wer mehr über Kirsten und die Mantika erfahren will, der findet alle wichtigen Links natürlich auch hier in der Infobox. Und wir, Kirsten, sehen uns wieder. Ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen, weil ich fahre am Sonntag in den Urlaub. Wenn das möglich ist, könnten wir es vielleicht diesmal am Samstag machen. Ansonsten müssen wir vielleicht pausieren. Aber da werden wir beide nochmal drüber reden. Wir konferieren, denn eins ist sicher, wir hören nicht mit der 10 auf. Die Reise geht weiter und wir freuen uns dann auf die Karte 11. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin gespannt. Sehr neugierig, was du da sagst. Gut, lieber Christopher, dann würde ich sagen, jetzt bin ich auch eingefroren. Nein, bist du nicht. Hörst du mich noch?
Ich höre und sehe dich und wir alle hören und sehen dich. Also, wir werden uns sehen, liebe Kirsten, einen schönen Tag heute. Da bist du wieder. Und bis bald. Irgendwie. Wir sehen uns. Bis bald. Thank you.